Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von Euphort & Co. Heute wollen wir euch mal ein wunderschönes neues Exemplar aus dem Hause Mido präsentieren. Und zwar dreht es sich hier um die Erweiterung der Mido Ocean Star Reihe. Mido hat sich nämlich dazu entschieden, die Mido Ocean Star auch als Chronograph rauszubringen. Und hier haben wir eine von zwei aktuell erhältlichen Varianten in wunderschönem Blau mit Titangehäuse. Und ich würde sagen, das Modell wollen wir uns einfach mal zusammen genauer anschauen. Falls ihr uns weiter dabei unterstützen wollt, dann lasst doch bitte ein Abo für den Kanal da und liked dieses Video. Falls ihr irgendwelche Fragen zu der Uhr oder zu weiteren Uhren habt, schreibt doch bitte einfach unten in die Kommentare, dann gehen wir da gerne drauf ein. Und ansonsten erstmal ganz viel Spaß bei dem Video. So, vor uns sehen wir nun also die Box der Mido. Mit entsprechendem Schriftzug auf der Oberseite. Natürlich, wie es sich für die CI-Farben hier gehört, in Schwarz und Orange gehalten. Sehr, sehr schön. So, machen wir das Ganze auf. Begrüßt uns auch schon diese wunderschöne neue Ocean Star. Hier komplett in Blau gehalten mit entsprechendem Titangehäuse. Aber das Modell schauen wir uns jetzt zusammen mal im Detail an. So, und jetzt haben wir das Modell hier in voller Pracht vor uns. Extrem hochwertig verarbeitet. Das muss man wirklich auf Anhieb einfach mal sagen. Fühlt sich super wertig an. Wir haben hier einfach mal, um ein paar Details zu nennen, ein 44 mm Gehäuse. Dieses ist vollständig aus Titan gefertigt. Daher ist die Uhr natürlich auch entsprechend leicht, aber das schauen wir uns gleich auch nochmal auf der Waage an. Und wie wir hier sehen können, ist es an ein Titanarmband angestoßen. Dieses ist zum Teil matt und hier das Mittelelement gut sichtbar poliert. Münd tut das Ganze dann in die Mido Faltschließe. Die ist natürlich schon mal bekannt von anderen Modellen. Lässt sich wunderbar öffnen und hat natürlich auch die integrierte Taucherverlängerung hier auf der gegenüberliegenden Seite. Daher auch gerade im Sommer perfekt geeignet, um mal eben einen Klick weiterzustellen. Das ist wirklich eine schöne Sache und das wissen viele Kunden wirklich zu schätzen. Schauen wir uns das Modell jedoch von vorne mal genauer an. Was fällt uns auf? Das Modell ist natürlich komplett hier in einem Blauton gehalten. Dieser weicht leicht von den vorhandenen Ocean Star Modellen ab. Wir haben ja zum einen den Dreizeiger klassisch und darüber hinaus die Ocean Star 600. Und nun die Erweiterung mit dem Chronographen und tatsächlich hat jedes Modell einen leicht differenzierten Blauton. Dieser hier gefällt mir tatsächlich sehr gut. Wir haben hier zum einen natürlich die Keramiklünette. Diese ist auch einseitig drehbar. Und natürlich dazu passend das blaue Zifferblatt mit Ocean Star Schriftzug hier auf der 6 Uhr Position. Das Ganze ist sehr schlicht gehalten und lässt sich optimal ablesen. Also der Kontrast ist wirklich sehr gut und gefällt optimal. Verbaut ist bei diesem Modell das Kaliber 60 von Mido. Dies basiert auf dem ETA A05.H31. Und man kann sagen, es basiert ursprünglich auf dem 7753 von ETA. Und wir schauen uns einfach mal die Einstellungen an. Lässt sich natürlich hier über die Krone, welche verschraubt ist, wunderbar einstellen. Die Datumsverstellung befindet sich hier über einen Drücker, wie man es vom 7753 kennt, auf der 10 Uhr Position. Dann drehen wir das Ganze einmal fest und wie es sich für einen Chronographen gehört, haben wir natürlich auch die entsprechenden Drücker. Diese sind auch geschützt bzw. verschraubt. Kann man wunderbar selbst mit den Handschuhen schnell ablösen und schon startet hier das Uhrwerk. Wirklich angenehmer Druckpunkt.
lässt sich wieder wunderbar verschrauben. Man muss hier nichts andrücken, man dreht wirklich einfach nur den Schutz wieder in die passende Richtung und dann ist das Ganze auch schon wieder sicher. Das Modell ist bis zu 200 Meter wasserdicht und somit natürlich perfekt auch fürs Tauchen geeignet. Und wie wir sehen können, haben wir hier auch einen verschraubten Gehäuseboden mit dem entsprechenden OceanStar Logo hier in Form eines Seesterns. Also das Modell insgesamt einfach unfassbar stimmig, fühlt sich wunderbar wertig an. Also wer auf der Suche nach einem entsprechend hochwertigen Chronographen ist, das Modell liegt preislich im UVP bei 19%, Mehrwertsteuer bei 2250 Euro. Und wenn man überlegt, ein 7753 mit 60 Stunden Gangreserve, Titangehäuse, Chronograph, Keramiklünette und das in der bekannten Mido-Qualität, das ist schon echt ein Knaller. Aber wir schauen in dem Zuge auch mal die Leuchtmasse des Modells an. Und da sehen wir schon, wir haben hier lumineszierende Zeiger sowie Indexe. Da ist das Modell auch wunderbar in der Dunkelheit nach entsprechender Beleuchtung ablesbar. Die Gehäusemaße schauen wir uns natürlich auch nochmal schnell an. Und da kommen wir handgemessen auf 43,8 mm im Durchmesser. Eine mittig gemessene Gehäusehöhe von 15,6 mm. Und der Hornabstand liegt bei 50,2 mm. So, dann sind wir auch schon alle gespannt, was jetzt hier dieser Titan-Chrono auf die geeichte Goldwaage legt. Und da kommen wir auf 159,08 Gramm für einen Chronographen in der Größe, massiv gefertigt, wirklich Federgewicht. So, nun habe ich das Modell natürlich auch nochmal schnell für euch angelegt. Ihr seht es jetzt an einem Handgelenk von 18 bis 18,5. Und ich würde sagen, die Größe passt natürlich wunderbar. Trägt sich unfassbar angenehm, wirklich. Also dieses leichte Gewicht, das ist eine Gewichtsklasse seinesgleichen. Vollständig aus Titan. Sehr schöne Verarbeitung. Und diese Optik macht natürlich einiges her. Lässt sich hier natürlich perfekt zu so einem blauen Hemd kombinieren. Oder auch zu jeglicher anderen Kleidungsart. Sehr schön. So, und damit sind wir jetzt auch schon wieder am Ende von unserem Video zu der Mido OceanStar Chronograph Titanium. Wir hoffen natürlich, das Video hat euch wie immer gefallen. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, dann schreibt sie einfach unten in die Kommentare. Und natürlich würden wir uns über ein Like und ein Abo freuen. Das hilft natürlich wirklich weiter und ist völlig kostenfrei. Bis zum nächsten Mal. Ciao.